Hallo und willkommen zu meinem Video über VFX Alert. Das ist ein Signaldienst für binäre Optionen. Kann man durchaus auch für Forex einsetzen. Der zwei Account Level hat. Einmal kostenlos und pro. Das heißt $30 pro Jahr. Das ist auch nicht viel verglichen mit anderen. Man hat mit pro mehr Signale als mit free. Außerdem noch ein paar andere extra Vorteile. Man kann jedenfalls erstmal einen kostenlosen Account machen. Man hat hier oben sind die Broker, mit denen der kostenlose funktioniert. Hier findet man die Signale. Wenn man hier draufklickt, geht hier so ein Fenster auf. Da kann man hier die Signalform auswählen. Ups, da bin ich auf dem Broker gelandet. Die Signalform auswählen. Und den Zeitrahmen. Also man kann zum Beispiel hier Kryptosignale und Forex-Signale haben, Trendwende hier unten, Trendfolge hier oben, Adaptive ist auf der Verkaufsseite nochmal erklärt. Hier sind also die Signale. Dann haben wir hier verschiedene Tools, Charts zum Beispiel, Trends, die sieht man hier gerade, Forecast, die sehen wir ups, hier. Das sind hier so Bilder. Die sind auf jeden Fall schon mal schön gemacht. Probiert habe ich da jetzt noch nicht großartig. Sind aber Langzeitsignale, wenn man so will. Hier sind die Charts. Die sind auch ganz schön. Hier sind die Market Trends, die kennt man auch schon. Kommen wir erstmal zu den Signalen. Ich handle die bei Finmax oder Pocket Option. So. Wie man sieht, habe ich hier ein Fenster offen für Finmax und hier mit zwei von den Signaldingern reingepackt. Könnt auch noch drei machen. Besser sind natürlich mehrere Bildschirme. Ich habe einen recht kleinen Bildschirm, mit einer großen Bildschirmauflösung kann man da auch mehr machen. Aber so ist das eigentlich schon ganz okay. Hier kann man wie gesagt die Variante wählen. Ich habe jetzt noch 5 Minuten. Und hier habe ich alle Trend Reversal Vorsignale. Alle Zeiten. Wenn wir hier runtergehen, dann habe ich hier heute schon mal 10 Signale gehandelt. Das waren jetzt 7 Gewinner, 3 Verlierer bisher. Insgesamt kann man hier noch die Signale vorfiltern. Nach der Stärke hier zum Beispiel und nach dem handelbaren Wert. Ich habe jetzt nur die starken Signale gehandelt. Die haben eine 65 Aufwärts. Gewinnrate, 70% Aufwärtsgewinnrate. Die hier glaube ich 65 bis 70 oder 60 bis 70. Und die 55 irgendwas sowas im Dreh. Das ist hier nochmal alles schön erklärt. Auch nochmal schöne Tipps zum Einsteigen. Hier wird auch nochmal klar gemacht, dass binäre Optionen handeln nicht einfach ist. Das Handeln an sich ist einfach. Das Geld verdienen mit binären Optionen ist eher schwer. Hier ist das Signal nochmal schön erklärt. Der Wert, Stärke, perfekter Einstiegspunkt, wie alt das Signal ist, Auslaufzeit und hier der Algorithmus, auf den es basiert. Hier sind nochmal die anderen Algorithmen angegeben. Hier kann man sich das nochmal angucken. Hier sind noch Tipps, wie man den Trendfilter, zum Beispiel hier die Trends in Verbindung mit den Signalen nutzt. Das ist auch gut. Ich habe jetzt die Signale ausschließlich direkt gehandelt. Ja, und hier sieht man die Einteilung unter 51%, knapp über 50%. Ab hier könnte profitabel werden, je nach Gewinnmarge und so weiter. Das kann man wie gesagt vorher einstellen. Hier sieht man nur, das sind die verschiedenen Zeitrahmen und so weiter. Also das macht insgesamt einen wirklich guten Eindruck für mich erstmal. Bei keinem Signaldienst sollte man einfach blind handeln, außer man ist sich dem Risiko bewusst natürlich. So insgesamt macht das wirklich einen schönen Eindruck, vor allem da es kostenlos ist, wie gesagt. Beziehungsweise $30 im Jahr finde ich jetzt auch wirklich nicht viel, wobei das Kostenlose schon nicht schlecht ist. So, kommen wir nochmal kurz zu den Signalen. Das mache ich wieder zu. Hier gibt es momentan nichts. Gut, dann warten wir nochmal. So, bisher gab es noch kein Signal.
Noch einen kleinen Tipp. Ich habe hier mir die Favoriten so eingestellt wie die hier, dass ich nur noch die Werte hier oben drin habe. Und wie gesagt, ich handle nur die ganz starken Signale. Was hier jetzt besser ist, ob Trend Reversal oder welche Art von Dings, das kann ich noch nicht sagen, auf keinen Fall. Insgesamt werden auf jeden Fall die 5 und 15 Minuten Signale empfohlen. Generell ist es für Einsteiger besser. Generell der Handel ab 5 Minuten ist besser für Einsteiger, beziehungsweise eigentlich für jeden. Bei 1 Minuten locken natürlich die schnellen Gewinne. Aber bei einer Minute ist das Marktrauschen einfach zu groß oder beziehungsweise kann zu viel verursachen. Besser sind, wie gesagt, die 5 Minuten oder die 15 Minuten. So. Bevor ich jetzt noch lange warte, mache ich einfach noch ein neues Video zum Handeln der Signale nochmal. Ich hoffe, ich konnte Ihnen diesen Dienst näher bringen. Ich finde ihn bisher eigentlich ganz angenehm. Ich habe ihn, wie gesagt, jetzt erst 2, 3 Tage getestet. Von den Signalen ist es schon mal schön. Die Information, die man hier findet, ist auch wirklich gut. Also allein sich das hier durchzulesen und sich das Video hier anzugucken, das hilft vielen Anfängern bestimmt schon mal. Hier sind eine ganze Menge gute Tipps. Nur 2 Stunden am Tag handeln, immer zur gleichen Zeit. Bessere Langzeitsignale handeln, ab 5 Minuten. Sich auf gewisse Werte beschränken, dass man merkt, wie sich diese verhalten. Das unterscheidet sich von Wert zu Wert. Gucken, wie der Trend sich verhält. Wie sich die Signale zum Trend verhalten und so weiter. Und das Ganze erstmal auf wenigen Werten analysieren. Und dann weit langsam erweitern. Das ist so der Haupttipp hier. Erstmal auf dem Demo-Account handeln. Wenn man das eine Weile gemacht hat, dann kann man langsam mit kleinem Kapital anfangen. Also wenn man mal kurz guckt hier bei Finmax, dann habe ich 1400 Dollar drauf. Ich handle aber momentan die Signale nur mit 5 Dollar. Also das ist echt Geld, aber es ist wenig echt Geld im Verhältnis. Eigentlich würde ich mit 25 handeln. Hier gibt es noch die Möglichkeit, zum Beispiel gerade bei den Signalen könnte man sich die Regel setzen, man handelt mit 5. Wenn es ins Ausläuft noch weiter, handelt man eine Option mit der gleichen Endzeit. Also mit dem gleichen Endzeitpunkt mit 15 könnte man hier zum Beispiel machen. Danach sollte man nicht mehr weiter hochgehen. Wenn es dann verliert, hat man verloren. Und wichtig ist, dass man die gleiche Endzeit hat, also dass der Balken hier an der exakt gleichen Zeit ist. Das mache ich ab und zu ganz gerne. So. Ich hoffe, das Video hat anderen Leuten geholfen. Wenn ja, dann freue ich mich über ein Like oder über einen Kommentar. Und ansonsten bis zum nächsten Video und vielen Dank fürs Zuschauen.